Lisa Schmitty. Das ist die Frage, die über Tage die Fangemeinde von Baywatch Berlin im Podcast gequält hat. Wo ist das Foto von Schmitty abgeblieben? Klaas Häufer-Umlauf, der geschätzte Kollege, hat sich direkt an SternTV gewendet. Was machen wir? Wir schicken Chico, den Lottomillionär, los, der uns das vermisste Foto aus der Kneipe Knobelbecher anschleppt. Chico bringt's mit zu Klaas in die Show und dann auf einmal verpufft das alles so, kann das nicht stehen bleiben. Ich habe gesagt, ich rufe kurz bei Klaas an und frag nach, wo die Dankbarkeit geblieben ist. Hallo? Hallo, Klaas. Schon geschlafen? Na, Steffen, wie geht's? Nee, ich sitze noch ganz normal wie alle anderen Zuschauer in der Unterhose vom Fernseher. Ist alles in Ordnung. Wie jeden Mittwoch guckst du SternTV. Du, Klaas, ich habe ein bisschen Chico jetzt im Nacken. Der war ja gestern bei dir in der Show und hat dir das Foto, das ausfindig gemacht hat, übergeben. Und jetzt fragt er sich auch, Bruder, wo ist die Dankbarkeit? Also, ich muss jetzt mal ganz von vorne anfangen. Also erst einmal möchte ich mich natürlich herzlich bedanken, dass ihr da auf den roten Knopf gedrückt habt und einen Druck habt entstehen lassen in Deutschland, den ich so vorher auf keinem Thema gesehen habe. Ja. Und das ist erstmal vorab mal, dass ich sagen kann, ich bin überwältigt, den Tränen nahe und ich heule mir auf mein Unterhemd. Vor Rührung, muss man sagen. Und es hat tatsächlich auch was gebracht, das möchte ich gleich sagen, aber das Foto, was Chico mitgebracht hat, und das werden eingefleischte Fans wissen, auch Hörer von Baywatch Berlin wissen das und Hörerinnen, das war, und deswegen haben wir es rausgeschnitten, um Chico zu schützen, leider nicht das Originalbild. Auf der Straße sind viele Sachen unterwegs, das wissen wir, und manchmal kriegt man auch was, ich sag mal, von einem Kontakt an der U-Bahn-Haltestelle, was gar nicht unbedingt das Original ist. Also du willst damit sagen, Chico hat möglicherweise die nächsten 2 Millionen jetzt gerade in Sand gesetzt? Das könnte sein, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er es jetzt genau her hatte, aber natürlich gerade in so perversen Kreisen, da kursieren ja Fotos von Thomas Schmidt und das war einfach das Falsche. Okay, das ist jetzt auch für uns eine bittere Nachricht, weil wir in dem Moment sitzen wir jetzt im selben Boot. Da sind wir dann im Grunde vielleicht auch kriminellen Machenschaften. Ja, aber ich kann ja trotzdem sagen, es ist ja trotzdem so, dass man vielleicht nicht bis ins letzte Eck, bis in die kleinste Verästelung dieser Republik ermitteln kann, gerade nicht in der kurzen Zeit. Aber ihr habt natürlich Druck aufgebaut. Und es ist so, dass unter dem Druck, den SternTV unter anderem mit aufgebaut hat, sich der Täter mittlerweile uns gestellt hat. Ach. Wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm verhandelt. Und wer wissen will, wie der sich anhört und was der uns jetzt zu berichten hatte und wie viel Kölsch er getrunken hat, bevor er zu dieser Tat gekommen ist. Und der schaltet krass, ich kann dich gar nicht hören. Ich weiß gar nicht, wo ich da einschalten muss, um das zu erfahren. Aber bestimmt nicht bei RTL, oder? Baywatch Berlin, ach so. Das musst du hören. Am Freitag kommt die neue Folge Baywatch Berlin. Da wird man alles erfahren und ich verbleibe in aufrichtiger tränenerstickter Dankbarkeit, lieber Steffen. Klaas, also mich freut es allein, wenn wir so schon helfen konnten. Und pass auf, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich, lieber Klaas. denn es ist ja eh auch ein Foto von, seien wir ehrlich, künstlerisch minderwertiger Qualität gewesen. Wir haben dann noch was für euch vorbereitet, einen kleinen Ersatz. Pass mal auf, Achtung. Und da könnt ihr dann entscheiden, was ihr mit diesem Bild von Schmitty machen wollt. Der geht nie wieder vor die Tür, Alter. Das. Eins ist sicher. Dieses Bild von Schmitty wird so leicht nicht geklaut. Und ihr entscheidet einfach, was ihr damit macht, ob ihr es euch ins Podcaststudio hängt oder ob ihr es Uschi geben wollt für den Knobelbecher, ja? Ganz ehrlich, das muss, ich weiß gar nicht, in was für ein Museum hängt man sowas, aber. Das, einfach fasse dich, berate es mit den Kollegen und sagt uns, wo wir es hinliefern sollen. Ja, das Bild ist für uns. Ja, also es ist ganz toll. Ich gehe jetzt mal nach Thomas Schmidt mal gucken, wie es ihm so geht, weil der wird einfach das Haus nicht mehr verlassen ab jetzt.